Wenn man sich mit Kino oder Film beschäftigt, hört man immer wieder einen Begriff, und das ist Arthouse. Häufig wird dieser Begriff dazu genutzt, um sich vom kommerziell orientierten Mainstream abzugrenzen. Doch was steckt eigentlich noch in diesem Begriff? Und wie hat sich der Begriff Arthouse historisch entwickelt? All das möchte ich in diesem Video für euch klären. Viel Spaß! Um die Bezeichnung Arthouse zu erklären, müssen wir in der Zeit zurückreisen, nämlich in die 1920er Jahre. Zu dieser Zeit entstanden in den USA die ersten Arthouse-Cinemas, die Programme spielten, die nicht auf den kommerziellen Aspekt gesetzt haben, sondern auf den künstlerischen. Sogenannte Avantgarde-Filme gingen einen experimentellen Weg, indem sie die Sehgewohnheiten und Konventionen des Mediums erforschten oder umdrehen wollten. Heutzutage fallen Filme von David Lynch, Gaspar Noé oder Alejandro Jodorowsky in diese Kategorie. Im Kern steht, dass ein unabhängiger Regisseur oder Produzent einen Film erschaffen will für ein intellektuelles Publikum, das bei außergewöhnlichen Erzählweisen oder Filmtechniken nicht direkt abblockt, sondern gerne diese einzigartigen Erfahrungen wahrnimmt. Nicht nur der Film ist also anders, das Publikum ist auch ein anderes. Mir ist beispielsweise noch nie ein Arthouse-Kino begegnet, welches Popcorn verkauft, da dadurch dieser elitäre Charakter verloren gehen würde. Alles wirkt gehobener und insgesamt wird sich mehr auf die Kunst im Filmemachen konzentriert. Deshalb wird in manchen Arthouse-Kinos sogar auf ein Rahmenprogramm verzichtet. In Deutschland war der Begriff Arthouse aber lange Zeit nicht verbreitet. Das kam erst in den 80er, 90er Jahren auf. Vorher wurde der Begriff Programmkino verwendet. Das deutsche Programmkino entstand in den frühen 1970er Jahren. Als erstes Programmkino in Deutschland zählt übrigens das Cinema Ostertor in Bremen, welches 1969 eröffnete. Der Name Programmkino entstand daraus, dass die Kinos ein festes Monatsprogramm hatten, welches über eine Programmzeitung veröffentlicht wurde. Außerdem wurden viele Programmkinos mit Kneipen oder Bistros verbunden, wie beispielsweise bei dem Off-Broadway in Köln. Als in den 90ern die riesigen Multiplex-Kinos eröffneten, bedeutete dies für viele kleine Kinos das Aus. Das Programmkino musste sich neu erfinden und fand mit Previews, dem Zeigen von Filmen in der Originalfassung oder Dokumentar- und Kurzfilmreihen ein neues Publikum. Heute sind zwischen 10% und 17% aller deutschen Kinos Arthouse-Kinos. In gewisser Weise ist aber der Arthouse-Begriff selber zur kommerziellen Marke verkommen, vor allem durch die Bezeichnung als Anti-Mainstream oder durch den bekannten deutschen Filmverleih kennt eigentlich jeder halbwegs informierte Filmbegeisterte den Begriff Arthouse. Doch wie steht ihr dazu? Was verbindet ihr mit den Begriffen Arthouse-Kino oder Programmkino? Geht ihr überhaupt gerne in solche Kinos oder seid ihr doch eher der Multiplex-Gänger? Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Und insgesamt, was ihr auch zu diesem Begriff Arthouse denkt. Ob findet ihr ihn auch schon, dass er kommerziell benutzt wird? Oder was denkt ihr dazu? Mich würde es einfach ganz dringend interessieren, weil es ein ganz spannendes Thema ist. Und ja, falls ihr eine Meinung dazu habt, könnt ihr die gerne unten in den Kommentaren teilen. Und wenn euch das Video gefallen hat und vielleicht ein paar Anregungen in euch auslöst, könnt ihr natürlich auch einen Daumen nach oben geben. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ansonsten sehen wir uns wann anders wieder. Und bis dahin, tschüss!